Dieses Leuchtsignal empfängt eine Störung. Sie stammt von einer Energiequelle tief unter den verseuchten Landen. Na, komm, ganz ehrlich. Jetzt muss ich wieder da runter in die Richtung Replikationskammer. Das könnt ihr mir doch nicht antun. Na, dann wollen wir mal. Hiermit geht's dann doch ein bisschen schneller. Hoppala. Wenn man die Abzweigung auch richtig nimmt. Ja, rechts. Ach, wieder da ganz runter, ey. Wobei, wir könnten vielleicht doch mal in die Replikationskammer rein. Vielleicht gibt es da ja auch irgendwie was Neues. Ja, sind die hier auch nicht neu gespawnt? What the shit? Okay, ich glaube, wir müssen sogar in die Replikationskammer, oder? Kann das sein? Hier jetzt runter. Das ist auf jeden Fall hart der Weg Richtung Replikationskammer. Kann man da irgendwie was sehen oder so? Nö. Okay, wir müssen wieder... Ah, hier sind wieder Gegner. Hallo. Da, da, Granate. Moment mal. Tschüss. Oh, da sind ja doch ein, zwei Gegner. Komm, wir machen mal unseren Fokus hier. Wir gleich eh wieder den anderen anmachen. Also den leeren Fokus. Oh. Entschuldigung. Oh. Oh, was ist da denn los? Hier sind Laser vor. So, Moment mal. Ich mach mal den anderen Fokus gerade an. Ah, mit Speiserschlüssel. Ah, dafür braucht man die. Okay. Da ist eine Axt. Ballert die mal erstmal hier aus meinem sicheren Versteck weg. Bevor ich da runtergehe und umzingelt bin. Okay, das sieht jetzt relativ sicher aus hier. Ey, jetzt lass mich doch mal in Ruhe. Ist die Axt für den oder soll ich die später benutzen? Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall, ja, den kriege ich auch so. Nein, das Relikt wollte ich gar nicht aufheben. Oh oh. Das sieht nicht gut aus. Oh shit, das sieht überhaupt nicht gut aus. Okay. Ab geht's mit der Axt, sagst du? Okay, da ist auch Feuer. Bam, Alter. Oh oh. Wie sich das anhört, Alter. Oh. Scheiße. Gut, der hat ein bisschen Damage gemacht. Ja gut. Hab ich gesagt. Ich
glaube, das ist jetzt nicht so gut, dass meine Axt da hinten liegt, oder? Würde ich einfach mal vermuten. Alter! Holy shit. Okay. Da muss ich mich mal ein bisschen zusammenraufen jetzt. So. Oh. Ich will meine Axt wieder haben. Ich glaube, ich gehe die gleich mal holen. So, geh mal weg. Okay, der hat was fallen lassen. Hat der sich regeneriert? Sieht irgendwie gerade so aus. Das fände ich ziemlich frech. So, halt rein, was das Zeug hält. Wo ist die Axt? Wo ist die Axt? Die Axt ist weg! Gammelt die jetzt wieder oben, oder was? Okay, das wusste ich nicht. So, da, nimm mal den Shit. Oh! Da kommen Schüsse geflogen. Ja, jetzt entspann dich doch mal. Ganz ruhig, mein Freund. Jawohl. Los, rauf da. Schnell die Waffe wechseln und weiter ballern. Gib ihm alles. Okay. Moment. Aua. Brauch einmal kurz Deckung. Einmal Leben auffüllen. Okay, so. Von hier treffe ich jetzt kein Bein, was ich noch gut damagen kann. Moment. Jetzt mal einmal hier rum. Das ist auch irgendwie die Logik. Da hat ja gepanzerte Beine. Und wenn du darauf schießt, auf die gepanzerten Beine, machst du mehr Damage. Und irgendwann sind die gepanzerten Beine kaputt. Dann ist die Panzerung weg. Und dann machst du weniger Damage an den Beinen. Also, Logik ist vorhanden. Nicht. Aber, naja. Oh, oh. Oh, der hat wehgetan. Ja, die Granaten machen mal ein bisschen was. Lol, was ist da denn gerade durch die Gegend geflogen? Oh! Er liegt am Boden! Ich muss nachladen. Nein, komm, 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 komm! Nein! Shitty, ey. Komm schon. Er will einfach nicht drauf gehen gerade. Oh. Komm schon, jetzt mach doch einen Abgang. Oh. Komm schon, du hast doch kein Leben mehr. Da kann man mal sehen, wie täuschend das ist. Der hat so wenig Leben in der Lebensanzeige, aber das ist halt noch so viel. Das ist der Shit. Jawohl, endlich, Alter. Wurde aber auch. Es wurde aber auch Zeit, ne? Mein Freund, hast du auch langsam eingesehen, hoffe ich. Okay, hier soll ich jetzt die Umgebung scannen. Ah, okay. Interessant. Dieses Kleinod gehörte einem der verlorenen eisernen Lords und es gibt Lichtenergie ab. Nur in schnellen Schüben.
Schwach, doch konzentriert genug, um das Patrouillennetzwerk zu stören. Saladin würde sich darüber freuen. Komm, wir gucken uns jetzt einfach mal die Replikationskammer nochmal an. Wir sind ja eh schon hier unten. Vielleicht gibt es ja was Neues. Wer weiß. Ich finde das immer noch beeindruckend, wie groß das Ding ist, ne? Das ist der Shit. Also das kriegt Destiny auch echt immer wieder hin. Sachen so groß darzustellen, dass man sich echt so winzig fühlt. Das ist schon nicht schlecht. Okay, bis jetzt hier keine Gegner oder so. Bin mal gespannt, wie es in der Replikationskammer jetzt aussieht. Eigentlich müsste da ja nichts sein, denn wir haben das ja geräumt quasi. Okay, hier ist wieder offen. Das ging ja zu, als man hier rausgerannt ist am Ende der Story. Die wohl bemerkt ziemlich kurz war. Also ich weiß gar nicht mehr, wie das bei denen davor waren. Aber das waren ja, glaube ich, nur 6 oder 7 Missionen. Also viel war das nicht. Es ist einfach so creepy hier, ne? Okay, hier scheint aber echt nichts los zu sein. Das wäre auch cool, wenn man in irgendeinen Strike nochmal hier runter muss und dann jeder so eine Axt kriegt. Gut, dann haben wir jetzt ein Problem. Und das wäre, wir kommen nicht mehr hoch. Oder zeigt er uns irgendeinen Weg an, wie man wieder hochkommt? Sonst mache ich hier gleich mal eine kleine Aufnahmepause. Wir haben ja auch gut was geschafft hier. Alter, ich bin ja schon fast eine Stunde lang auch am Aufnehmen in Patrouillen machen hier. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und ja, dann mache ich mir gleich mal ein kleines Päuschen. Werde dann die Videos schneiden und so. Und dann demnächst werden wir dann hier weitermachen. Mit den restlichen Missionen oder als nächstes wird, glaube ich, erstmal, ich werde ein Part hier erstmal hochladen und danach denke ich mal was zu PvP oder so. Da muss ich mal gucken. Aber auf jeden Fall wird es weitergehen, das kann ich euch sagen. Okay, er zeigt mir immer noch den Weg an. Ich frage mich, ob er mir einfach nur wirklich so einen Weg anzeigt oder ob ich hier unten jetzt echt verloren bin. Weil man fliegt ja von da oben runter. Und der Pfeil, der geht irgendwie erschreckend in die Richtung. Ja, gut, man soll da hoch. Dann sage er mir bitte, wie man da hochkommt. Ja. Gut. Oh, gibt's da hinten was zu entdecken? Gibt es da etwa was zu entdecken für mich? Den kleinen Kundschafter. Aha. Auf jeden Fall geht's hier längs. Wo kommt man hier hin? Ah, wir so ein inaktives Siva-Bündel finden wir hier. Alles klar. Okay, noch weiter runter sollte man dann, denke ich, nicht. Aber einfach mal zur Verabschiedung hier jetzt. Hui! Batsch. Boom. Peng. Pam. Und weg ist er. Gut, dann verabschiede ich mich hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns auch hoffentlich wieder im nächsten Video. Entweder Destiny oder was ich sonst noch so am Laufen habe auf meinem Kanal. Und dann verabschiede ich mich. Tschüss.